Einen wunderschönen Dienstagnachmittag und herzlich willkommen zum heutigen Stream. Schön, dass schon einige Leute da sind. Ich muss ganz kurz noch meine Webcam fixen. Ich weiß nicht warum, aber gerade eben dachte sich so, ey, so ein Rotstich kommt doch echt cool auf deine Webcam. Ich denke mir so, ja, nee, irgendwie nicht so. Ich würde gerne aussehen wie ein normaler Mensch. Ah ja, guck mal. Besser. So, perfekt. Viel besser. Ja, schön. Schön, dass schon einige Leute heute da sind. Wir machen heute direkt erstmal eine Reaction zu dem nächsten Nintendo Direct. Kommt ein kleiner Nintendo Direct Mini auf uns zu in 3 Minuten. Ich weiß nicht, hat schon irgendjemand einen Link oder sowas dazu? Ist da schon irgendwas offen? Weil ich sehe gar nichts. Bin ich ein bisschen verwirrt. Aber nein, okay. Dann bin ich gespannt, wie das Ganze stattfinden soll in 3 Minuten. Okay. Gut. Danke. Aber ja, schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich. Wir werden auf jeden Fall was zu Sunbreak sehen. So viel ist schon mal ziemlich klar. Aber ist natürlich auch cool, wenn es noch irgendwelche anderen Sachen gibt. Ja, der Link ist auch bloß für die Nintendo.de-Seite. Interessant. Okay, vielleicht legen sie auch erst in 3 Minuten los mit dem Pre-Stream, ne? Könnte natürlich genauso gut sein. Gucken wir mal. Aber wie gesagt, ich denke mal, wir bekommen natürlich ein bisschen Sunbreak-Infos. Ansonsten noch ein bisschen was anderes. Ist natürlich auch schön. Ich hoffe, dass irgendwas Cooles dabei ist. Das wäre natürlich immer eine schöne Sache. Und ja, generell bin ich einfach hyped, dass wir ein bisschen was Neues bekommen. Das ist immer sehr schön. Ich hoffe natürlich, ihr hattet soweit einen guten Tag. Und ja, seid soweit gut durch den Dienstag durchgekommen. Und ja, wir gucken mal, was heute so passieren wird. Sobald wir durch sind mit dem Trailer, geht es dann auch weiter mit mehr Elden Ring. Wenn ihr Bock habt, dürft ihr dann natürlich auch da gerne noch dabei bleiben. Und da gucken wir dann heute auch mal, was da so abgehen wird. Da freue ich mich definitiv auch weiterhin drauf. So, wie gesagt, schön, dass ihr dabei seid. Und ich hoffe mal, wir legen dann gleich los. Das ist das Problem, wenn man es live schaut. Man hat keine Ahnung, wie es abläuft. Ne? Normalerweise komme ich um 19 Uhr erst irgendwann heim und denke mir so, jetzt gucke ich das Video an. Es macht alles sehr viel leichter. So, jetzt aber erstmal Hallöchen Garuga, Hallöchen Servius, Hallöchen Rare, Hallöchen Anada, Hallöchen Gorbasch, Hallöchen Tregios und Hallöchen Fei. Schön, dass ihr alle dabei seid. Willkommen, willkommen. Schön, dass ihr es geschafft habt. Nintendo ist irgendwie doof zu finden immer. Ja, aber normalerweise sind die doch dann so, ey, hier live. Also die machen ja auch 5 Minuten Pre-Stream, oder? Oder nicht? Ich bin verwirrt. Keine Ahnung, ich meine, man weiß nie, was mit Nintendo so los ist, ne? Hab mich extra beeilt, als ich beim Direct dabei bin. Musste nach leider nochmal kurz los, nochmal einkaufen, da ich was vergessen habe durch den Stress. Ah, das ist so fies. Aber es ist lieb von dir, dass du dich extra beeilt hast, um hier dabei zu sein. Das ist super lieb. Ja, ne? Nee, das ist auch nicht das. Hat irgendjemand hier? Nee, es sind halt alles immer bloß andere. Oh, 15 Uhr startet. Ja, okay. Ja, was? Alle Links führen entweder bloß zu anderen Streamern oder zu Dings. Oder zu dem Nintendo.de-Channel. Ich habe das schon eine Weile nicht mehr gemacht, live. Aber irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich dachte. Auf der offiziellen Website? Partner Showcase. Okay, da scheint es zu sein. Oder, nee, zumindest. 15. Nee, das ist einfach bloß die vorherigen Nintendo Direct Übertragungen sehen. Ja, das will ich ja nicht. War das bei dem Xenoblade Chronicles Direct auch so? Weil ich bin gerade etwas... Boah, jetzt haben wir es für... Hey, da ist er! Wait, der lief schon? Das ist das komplette Video. Das ist ein Video, kein Livestream. What? Ich meine, okay, wir schalten rüber.
Das ist. Es ist einfach nur ein freaking Video, das wir hochgeladen haben. Deswegen gibt es dazu natürlich auch kein Pre-Stream. Was los? Wir haben die ganze Zeit auf den Nintendo Direct gewartet. Ja, es ist einfach nur ein Video, das sie jetzt hochgeladen haben um 15 Uhr. Ja, kann man schön stoppen bei den wichtigen Stellen. Ich meine, warum nicht, ne? Na dann, let's go. So gut. Ich habe mich gerade gefragt, warum sehe ich denn schon, wie lange das Ding ist? Und dann so, das ist ein Video. Das erklärt einiges. Oh Gott, das ist schön. Das ist definitiv schön. Nintendo, way to go. Definitiv. Ja gut, dann gucken wir mal, was Nintendo so Schönes aufgezeichnet hat. Wir sind zumindest trotzdem noch einer der Ersten, die es gucken können. Let's go! Nintendo Mini Direct. 18. Ich bin gespannt. Wir müssen es vielleicht noch einen kleinen Tick leiser machen. Ach, ich liebe das jetzt schon. Es ist schön. So, ich bin gespannt. Wie gesagt, Sunbreak News, ganz klar. Aber was finden wir noch? Battle Showcase. Neues. Oh. Ui. Ui. Oh, das ist schon Monster Hunter. Oh. Erzdämon? Jo, das sieht so schön aus. Sehr, sehr hübsch. Okay, hoi. Oh, wait. Wow, ist das Dings? Ist das Shagaru? Das ist Shagaru, ne? Er sieht sehr viel heftiger aus. Jo, das ist Shagaru. Jesus. Was ist denn mit ihm los? Oh mein Gott. Jo, okay. Shagaru ist heftig. Oh, pisst Rayang. Das sehe ich immer gerne. Oh ja, okay, es ist Agro-Rayang. Woi. Holy. Oh, Magna-Unterart. Oh Gott. Oh, Piss Magna ist nicht gut. Ui. Okay, jo. Holy. Das klingt nicht gut. Wandering Flames. Hui. Okay. Abschied von Rice. So schön. Okay, das sah gerade gruselig aus. Ja, nicht mehr lange, ne? Dann dürfen wir es auch machen. Sehr, sehr schön. Oh, meine Güte. Shagaru sah mega aus. Ich dachte echt nicht, dass Shagaru direkt kommt, muss ich sagen. Ich hoffe, es war nicht zu leise, aber ich war mir nie sicher, wie laut man es machen muss. Sehr, sehr cool. Was zur Hölle? Wusch! Gut, das waren die Dings, ne? Die Jäger. Die Tierjäger. Schätze ich mal. Okay. Ja, krasse Sachen, die da auf uns zukommen. Ich dachte echt nicht, dass Shagaru im Hauptspiel drin ist. Oh, what? Okay. Das sieht interessant aus. Was zur Hölle? Auf was ballern die? Oh, das ist schön, ne? Wie die drei, es sind ja auch die drei Lords, ne? Die du da hast. Das war ein schöner Übergang gerade eben. Gratis Title Update 1! Oh. Gigidox! Gigidox! Ja! Er ist es! Ist es? Ich weiß es nicht. Nee, Basil! Ich bin so doof. Klar, die Musik hat schon Basil geschrien. Oh, aber Dings Basil. Ich hatte so sehr auf Gigidox gehofft. Brodel Basil! Yes! Whoops. Oh, Brodel Basil ist auch dabei. Krass. Okay, nice. Sehr, sehr heftig. Fortsetzung folgt. Okay. Bekomme jetzt immer mehr. Ich dachte zuerst wegen den Dings, aber er macht ja das nicht unbedingt, ne? Ich dachte zuerst an Giginox, aber leider nein. Aber Brodel Basil ist auch mega. Schwarzgut S. Okay.
wahrscheinlich voranzukommen. Jo! Welcome to today's Nintendo Direct Mini Holy! Showcase. In this presentation, we'll be focusing on Nintendo Switch games launching this year from our publishing and development partners. Okay. Okay, let's get into the headlines. Na dann, ich hab das Gefühl, wir haben schon losgelegt. The battle to reclaim Earth begins. Oh, Nier Automata auf der Switch? Das ist süß. The year is 5012 AD. Interessant. Okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber cool. Warum nicht? End of Yorha Edition. Okay. Heftig. Okay, ich meine, wir haben schon gespielt, aber ganz süß, dass es jetzt kommt. Sehr, sehr krass. Ich liebe den Finisher von Brodel Basil. In Wild hat mich das gefesselt. Oh ja, der war mega. Der ist so cool. Ich mag ihn generell, ne? Und wie gesagt, ja, der Finisher Move ist wahnsinnig cool. Absolut krass. Sehr, sehr krass. Es ist schon ein langer Trailer dafür, dass es einfach bloß ist von wegen, ey yo. Okay. Ja. Okay, das sieht süß aus. Okay, das ist cool. Das ist sehr cool. Das ist nett. Cool. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Süße Idee. Ja, sage ich nichts dagegen. Wer Nier Automata noch nicht gespielt hat, cooles Spiel. Kaum unter Switch erleben. Kartentricks. Maze of Deceptions. Oh, was ist das? Murder Mystery. Palace of Memories. No. Irgendwie so ein japanisches Horror-Psycho-Dingens. Get ready to immerse yourself in surreal riddles and a chilling story in this modern take on puzzle adventure games. Ui, okay, das sah ganz interessant aus. Okay. Ja, das sieht sehr creepy, aber auch sehr spannend aus. Solve the enigma of Lorelei and the Laser Eyes. Lorelei and the Laser Eyes. Next year. Okay, das ist ein cooler Titel. Wegen dem Titel muss man spielen. Familiar faces are making a splash in these games. Oder Geister? So ein bisschen. Was war das? A new Bomberman game is coming to Nintendo Switch. Okay, this super Bomberman Air. New mode called Castle mode. Oh mein Gott. A team of up to 15 players must blast their way to treasure chests. Das sieht sehr interessant aus. Ich war noch nie so in Bomberman drin, muss ich sagen. Oh, ja, okay, das ist süß. Interessant. Okay. 10 Mega Man Battle Network, originally released on Game Boy Advance, are coming to Nintendo Switch. Das sind so viele. Mir war nicht klar, dass es so viele BattleNet Mega Man Spiele gibt. Jo, okay, krass. Das ist cool. Mega Man Battle Network Legacy Collection launches on Nintendo Interessant. eShop next year. Süße Idee. Auf jeden collection Fall. Will also be available as Volume 1 and Volume 2 on Nintendo eShop. Okay, Volume okay. Interessant. A remake of Pac-Man World is coming soon. Okay. Pac-Man's Repack. Family has been kidnapped. To rescue Was zur Hölle? Sets off for Ghost Island. Eating dots isn't all you can okay. do here. Ja, ist ganz süß. Ich meine, hat so ein bisschen was The butt bounce. Gut, 2 oder 3D. Ja, ist halt so ein. Okay, das hatte ich nicht erwartet. Da ist alles Mögliche drin. What? Hochinteressant. Pac-Fam. Oh, Jesus. Okay, interessant. Oh, das sieht süß aus. A fawn and a wolf cub must work together to find a way home across the snowy wilderness in the handcrafted world of Blanc. Das ist so süß. Oh, der Stil ist ultra hübsch. Absolut. Wieder so ein Zweispielerspiel, ne? Das ist ganz cool immer eigentlich.
Die sind eigentlich immer echt gut gemacht, muss man sagen. Okay, schön. Das ist sehr cool. So süß. Oh. Wie gesagt, der Stil ist echt schön. Oh. Das ist mega, mega knuffig. Launching as a console exclusive on Nintendo Switch February 2023. Ich weiß nicht, war das wirklich konsolenexklusiv, aber ist okay. Arr, a swashbuckling adventure returns. Monkey Island, ey. Wee. Pirating is in my blood. Like adrenaline or stale grog. I've been in enough scraps to fill a dozen scrapbooks. Mhm. I've got stories about ships, fights, love, treasure, betrayal, and root beer. Okay. But how about one that has all of the above? Hört sich My gut name an. Is Guybrush Threepwood, and this is a story about the time I finally found the secret of Monkey Island. Naja, hat ihm 6 Teile gebraucht. Also ist tatsächlich ein komplett neuer Teil, ne? Ich meine, ich habe davon gehört, dass da was Neues kommen soll. Guybrush Threepwood. Okay, das klingt natürlich echt cool. Ich habe noch nie so viel gesehen von Monkey Island, aber viel, viel Gutes gehört. Definitiv. Ich weiß nicht, es sieht nicht unbedingt gerade nach einem... Okay, es ist ein Adventure-Game, schätze ich mal. Ich weiß es gerade nicht. Ich wollte gerade sagen, es sieht gerade nicht ganz so nach einem Adventure-Game auf, ne? Mehr nach so einem Action-Adventure theoretisch. Aber vielleicht ein moderner Take von einem Adventure-Game. Was ja auch gut kommen kann, auf jeden Fall. Return to Monkey Island. Oh, das ist cool. Damit bin ich aufgewachsen. Ja, klar, ne? War definitiv so deine Zeit. Monkey Island, launching first for consoles on Nintendo Switch this year. Okay, wow, krass, dass sie sich das gesichert haben. Krass. Oh. Please take a look. Okay, letzte. Was ist. Mario and the Rabbit. Hey! Richtig! Stimmt! Ich hatte komplett vergessen, dass es das noch gibt. Da war was. Take the energy possessed by sparks, these mysterious creatures. Oh Gott, ja. Erstmal sehr creepige Kreaturen. Let's go. Ja, Mario und Rabbids ist ja ein süßes Spiel, auf jeden Fall. Ne? Haben sie gut gemacht. Aber das ist jetzt kein... Ah doch, okay. Ich dachte gerade eben schon, das ist nicht mehr so turn-based. Weil es ja theoretisch Mario XCOM, ne? Was eigentlich ganz cool ist. Das muss man sagen, das war ja eigentlich eine coole Idee. Und das passiert dann immer noch, bloß ist deine Welt offener, die du theoretisch direkt hast. Okay. Rabbit Lumas, Gott nein, ja, die sind zu creepy. Rosalina, oh no. Okay, du rennst halt einfach bloß einen Gegner und dash die ganzen Gegner weg. What? Okay. Ach, das kannst du... Ah, das kannst du zuerst machen. Interessant. Ja gut, okay, das ist ja ganz nett, muss man sagen. Das sieht ja auf jeden Fall... Ich glaube, sie ist eingepennt. Okay. Hui. Oh, das ist so cool mit dem Propeller. Das ist voll süß. Okay, süße Idee. Oh Gott, sie sieht gruselig aus. Ja, das sah jetzt nicht so gruselig aus. Wie gesagt, coole Sache. Definitiv. Der kleine Pummelstern hat was. Ja. Man muss sich dran gewöhnen. Das sind nicht deine normalen Lumas. Oh ja, okay. Die Bob-Oms kannst du dann auch benutzen. Okay, das ist cool. Battle clear. Okay. Mhm. Ja, wie gesagt, coole Idee. Das ist strategische, ist auf jeden Fall cool. Joho, was hat er denn für eine Wumme? Nice.
Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Okay, cool. Check ja, out Ubisoft's ich müsste Special Showcase tomorrow for more details about Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Okay, ja gut, so spezifisch muss das jetzt nicht sein. Aber danke. Ich passe. We hope you're looking forward to the chaotic adventures of Mario and the Rabbids. Ich müsste erst den ersten Teil spielen, aber eventuell. Neue Ankündigung. Das hört sich gut an. There's something for everyone on Nintendo Switch. Ja, das sowieso. Ich meine, wir haben fucking Doom. During a storm, young alchemist Noah crash lands in ancient ruins. Aha. The layout of these multi-layered ruins changes every time you enter them. Oh, okay. Recruit allies called Lilliputs to challenge the enemies lurking around every das corner. Das sieht sehr interessant aus. And perform powerful elemental attacks to defeat foes. Bin mir noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll, aber es ist irgendwie ganz süß, dass du irgendwie so 10 Geisterviecher hinter dir herrennen haben kannst. Ist eine coole Idee, auf jeden Fall. Gefällt mir. You'll build railway systems to efficiently transport cargo Boy. And help restore economic prosperity to Jesus, the industrial colony. Was ist das? Complete oh, various no. tasks to prepare das, each shipment before it's delivered to its destination. Das ist theoretisch Satisfactory? Hier ist das Satisfactory? Ich weiß es gar nicht mehr. Like dieses Top-Down-Spiel. Nur in 3D jetzt? And how to transport cargo gefühlt? From point A to point B. Klingt cool. Railgrade steamrolls onto Nintendo Definitiv. Switch this autumn. Klingt nach einem süßen Spiel. Ich meine, das hat Leute schon immer begeistert, ne? In a hand-drawn adventure to save the world in his latest creation, The Legend of Wright. Oh, taking okay. place in Kenta's notebook, this RPG spans over 200 pages, where you must draw, das erase, ist jetzt natürlich die Frage, wie groß die... Solve puzzles, okay, das ist cool. Consult your handy das ist Sachen... Sachen... Discover a What? New way to play every Wait. Time you turn the page. RPG time, The Legend of Wright. Unfolds onto Nintendo Switch August 18th. Yes, Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Kann eine nette Idee sein. Wir haben zwar ein Aufbauspiele machbar, jetzt braucht man ein Studium. Ja, ist halt so. Neues Sonic. Kicks off on the vibrant Star Die Blumen sind gerade reingespawnt unten. Kein guter Shot. Oh, okay, Open World Sonic. Das klingt cool. Das gab's glaube ich auch noch nie, ne? Sieht ganz süß aus. Was seid ihr denn? Chain together attacks to trigger combos and rack up damage. Jo, okay. With good timing, Jesus. You can even deflect enemy attacks. Okay. Acquire skills to bolster Sonic's arsenal of moves. Holy. Das sieht alles sehr, sehr heftig aus, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas... You can also enter a special zone called Cyberspace. Jo, jo. Das sieht heftig aus. Okay, das sind dann theoretisch so die normalen Sonic-Runden, während du dann halt eine Open World hast. Kann funktionieren. Ich meine, das Coolste an Sonic war eh einfach bloß immer mit Ultra-Geschwindigkeit durch die Gegend zu rennen, ne? Was du halt nur 10% der Zeit machen konntest. Deswegen, das in einer Open World könnte funktionieren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das Spiel sah teilweise nicht so gut aus. Alongside your Disney and Pixar friends. What is this? Du meinst Factorio. Satisfactory war 3D und hallo. Ah, Hallöchen, Kenneth. Stimmt, richtig. Satisfactory war schon so ähnlich, ne? Hast du recht, Factorio meinte ich. Now, it's up to you to help these iconic residents recover their lost memories and reveal the secrets that led you here. Okay. Bring the magic back to Dreamlight Valley in this mesmerizing life simulation adventure. Explore this land's many diverse realms. Die Laufanimation von dem Hauptcharakter ist schon mal sehr merkwürdig. Oh Gott, du kannst Selfies machen. Oh no. Oh. Das war ein sehr gruseliger Lachs. Ein sehr gruseliger Lachs. Okay. Disney Dreamlight Valley launches hat ein bisschen was, ein seltsamer Touch von Kingdom Hearts, ne? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Aber hey, wer Bock drauf hat, warum nicht? Huch. Ah, richtig! Live Alive! Das ist so cool. Das ist mega cool. Müsste man eigentlich auch echt mal spielen. Ich habe das Original mal als Let's Play gesehen. Super coole Sache. Cooles Spiel, absolut. Imperial China, Twilight of Edo, Japan, and the distant future.
3? Available on Nintendo eShop later today. Ach, die Demo. Save data from the demo can be transferred to the full game once purchased. Das ist so weird. Doraemon, warum? Nobi and their friends land on an unknown planet. Bringt doch einfach das ganze Spiel raus, statt die Hälfte als Demo jetzt und dann die andere Hälfte. Nee, aber es ist ein cooles Spiel. Wird gekauft. Ich muss es mir eigentlich auch echt kaufen. War super cool. Absolut. Oh Gott. Relax by living with friends. Bin mir nicht sicher, ob das so gut ist für die Pflanzen. Was ist das für ein Ding? Warum hast du eine Riesenkopfkatze als Nachbar? Doraemon, Story of Seasons, Friends of the Great Kingdom, launches on Nintendo Switch this year. Okay. Ich meine, solche Spiele gehen auch immer. World of Minecraft meets action strategy gameplay in Minecraft Legends. Minecraft Legends. Ich wollte gerade sagen, das sieht mal wie Minecraft aus, aber mit zu vielen Mods. Is invaded by enemies from another dimension. Es ist Minecraft mit zu vielen Mods. Oh Gott, der Schweinelord. Was ist das? Okay. Das ist interessant. Jo. Okay, das ist mehr so ein Action-Adventure? Ich meine, du hattest ja theoretisch Diablo, Diablo Remake als, okay, Dragon Quest. Dragon Quest Treasures. Okay. Sieht interessant aus. Ich hatte noch nie was mit Dragon Quest zu tun, aber ist ja eine riesengroße Serie, ne? Okay. Oh Gott. Das sieht so weird aus. Locating loot will be a breeze. Oh, okay. Monsters are perfect travel buddies for exploring this vast okay, world. Das ist cool. Das ist eine sehr coole Sache. Interessant. Kann cool kommen. Definitiv. Oh, ui, okay, der Golem. Jo. Okay. Krasse Sache. Hoi, wir haben eine Dragon Quest Builders 2 gespielt, hat viel Spaß gemacht. Ey, ich meine, wenn es Spaß macht, ne? Warum nicht? Und das war's? Scheinbar. Weil da war gerade eben... Wie heißt es denn drauf? Aber das hat... Haben wir ja gar nicht gesehen. Genau, Fire Emblem. Ich war gerade sehr verwirrt. Aber jetzt haben wir nochmal die Zusammenfassung. Ey, das kommt auch. Ist ja auch nicht verkehrt. Warum auch nicht? Ja. Kann man durchaus machen. No Man's Sky habe ich auch noch nie wirklich einen Shot gegeben, sage ich mal. Habe ich noch nie wirklich angeschaut. Kann ja auch ganz cool sein. Davon habe ich auch schon viel Gutes gehört, ne? Aber auch noch nie viel gesehen, also von Plague's Tale. Fire Emblem ist schon da. Dann ist es ein bisschen weird, dass es noch mal einen Trailer davon gibt, oder? interessant. Oh, Aperture? Oh. We're going to have so much fun together. Oh nein. At first, your participation Portal 1 und 2 auf Dings? And required. There might auf Switch? Be cake. The Portal Companion Collection will be available later today. Ah, okay, cool. I wanted to call it the Why Do You Keep Killing Me Collection. But oh well. Schön. You monster. Oh Gott, das ist süß. Der Trailer war süß. Why do you keep killing me, Collection? Großartig. Das gefällt mir. Ich wusste nicht, dass es noch nicht auf der Switch ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, schön. Okay. Schon wieder sowas. Was war das? Nein. Vegetable Muffin. Okay. Was ist denn ein vegetarischer Muffin? Ich will keinen vegetarischen Muffin haben. Ja, also wie... Oh, du bist so süß. They will give way to the season of death. What? Quietus. Die ist mir neu. Die muss ich verschlafen haben. Jo. Das ist eine heftige Jahreszeit. Okay. Sieht ganz cool aus. Jo. Season of Death.
Okay. So ein bisschen Final Fantasy mit Building-Elementen. Okay, ganz süß. Ich meine, kann gut kommen. Ah ja, ist auch von Square. Ja gut, dann ist es halt echt Final Fantasy mit Harvest-Sachen. Ne? Warum nicht, ne? Die Jahreszeit der fallenden Meteoriten, wer kennt's nicht? Oh! Persona! Hi! Persona 5 dann, schätze ich mal. Die Augen von ihm. Way, Oktober 21. Steal your heart. Das war sehr schwierig zu lesen. Okay. Es ist Persona 5, oder? Schätze ich mal. War das auch noch nicht auf der Switch? Ich bin immer wieder so überrascht. Persona 5 Royal. Oh. Das sieht cool aus. Was ist denn Persona 5 Royal? Oh. Na klar. What? Oh, Jesus. Jetzt bin ich gespannt. Dann noch den Brawler-Teil. Oh, nee, Persona 4 Golden. Okay. Auch gleich noch. Sehr cool. Es fiel nicht auf der Switch. Ja, teilweise denkt man immer, aber ist es tatsächlich nicht. Das ist gut, ich habe auch wenig Ahnung oftmals von der Verteilung der Switch, muss man sagen. Okay, krass. Coole Sache. Ich meine, so viele gute Sachen, ne? Persona 3 Portable. Okay. Bald und bald. Okay. Ja, krass. Interessant, nice. Super cool. Okay. Ja, immer gerne. Danke für dieses großartige Video. Yes, sir. Sehr schön. We'll steal your heart und Nintendo Switch stand. Ah, danke schön. Okay, das habe ich nicht ganz mitbekommen. Okay, krasse Sache. Coole Sachen. Gefühlt teilweise nicht so viel ultra Neues. So von wegen, was. Die 18. Was tatsächlich noch nie gesehen wurde. Ne? Aber so generell coole Sachen. Ne? Einige süße Ideen. Ich glaube, das Sonic Frontiers war das erste Mal zu sehen. Wo man sagen muss, sieht interessant aus. Mal sehen, was daraus passiert. Ist ganz cool, dass man die Timestamps hat. Ne? Die Automata für die Switch ist natürlich cool, ne? Aber für mich halt super uninteressant. Das ist immer so die Sache. Ich meine, der King, und wir wussten es, wir alle wussten es, Nintendo wusste es, weil sie es zum Anfang bringen, ist definitiv Monster Hunter Rise Sunbreak. Ob man heute noch etwas zu Breath of the Wild 2 sehen wird? Nein. War ein Nintendo Direct Mini, das heißt keine großen Ankündigungen, und es war ein Partner-Showcase, das heißt keine First- oder Third-Party-Spiele, sondern halt wirklich nur von externen Entwicklern. Deswegen, wie gesagt, Capcom hatte was, das ist hier, ich weiß gar nicht, wer Nier macht, aber ja, du hattest ja nichts Direktes, ne, kein, also außer Mario und Rabbids, theoretisch jetzt kein Mario, kein Legend of Zelda und keine sonstigen direkten Sachen. Deswegen wirklich bloß was weiter entfernt ist, muss man sagen. Diese Typen, es sind 2 Tage, aber es hängt dennoch noch was. Ja, es ist so typisch. Ich gehe sehr stark davon aus, dass Capcom die Finger sehr stark in diesem Showcase mit drin hatten. So nach dem Motto, wir müssen das dringend noch rausbringen, bevor das Spiel released wird. schön. Schon klar, da meinte ich auch dieses Jahr. Ob man heuer noch etwas zu Breath of the Wild sehen wird. Wenn heuer dieses Jahr meint, dann hatte ich das nicht richtig interpretiert. So, sorry, Servius. Dieses Jahr, ich denke schon. Kommt drauf an. Kommt drauf an, wie das Ganze gestaltet wird, ob sie noch Trailer bringen. Aber ich könnte mir vorstellen, weil sie wollen es ja, wann war es? Frühjahr 2023 rausbringen, ne? Also entweder bringen sie es gar keine Trailer mehr und einfach nur das Spiel, oder sie bringen noch einen Trailer. Aber ich könnte mir vorstellen, Weihnachten rum kommt vielleicht nochmal so ein Release-Trailer. Das könnte passen.
Stimmt, Nier ist auch Square. Stimmt. Nier Square Enix. Richtig. Haben wir ja sogar noch gesagt. Da war ja was. Richtig, richtig. Dankeschön, Dankeschön. Genau, kein Pokémon kam auch. Richtig. Capcom halt wirklich mehr Sunbreak. Wir brauchen mehr Sunbreak. Ja. Los. Ja, wahnsinnig krasse Sunbreak-Trailer, muss man definitiv sagen. Das Intro hat mir so sehr gefallen, muss ich sagen. Das war richtig, richtig hübsch. Absolut. Und dann, ich meine, größter Hype, na, er hier. Das ist halt Hype pur, muss man echt sagen. Holy. Das ist so der Punkt, ne? Wir hatten es gestern noch ein kleines bisschen davon. Wie sie alte Monster nehmen und die dann halt nochmal remaken, theoretisch. Und das ist bisher immer so gut gekommen. Und du siehst es jetzt halt auch hier, ne, wie wahnsinnig heftig das scheint. Das Biest ist halt einfach bloß Macht pur. Und das gefällt mir sehr, weil er hat es sehr verdient. Shagaro war teilweise ein bisschen lame. Ich meine, Affe, okay. Affe ist so, oh no. Aber coole Sache, absolut. Und alles andere, was passiert, ne? Mega cool. Magna Unterart. Wir haben noch nicht viel gesehen von Magna Unterart, aber er sieht einfach bloß mächtig aus. Und irgendwas passiert noch mit den Teilen. Die sind nicht einfach bloß als Rüschen von Malzino, sondern sind scheinbar noch ein bisschen heftiger, ne? Ich hatte auch schon gefragt, kommt Shagaro, wenn Gore schon kommt? Ja, das ist richtig, ne? Das war immer so die Frage. Kommt jetzt Shagaro doch noch? Und ich hätte gesagt, Shagaro kommt als DLC. Ich dachte, Shagaro ist so, ja, okay, da passiert dann irgendwas und damit geht's dann weiter. Aber dass er wirklich scheinbar echt im Hauptspiel dann auch drin ist, finde ich mega cool. Absolut. Sehr, sehr cool. Muss man in Final Fantasy 14 die Nier Raids weitermachen? Auch noch Mini-9S-Puppe und 9S-Import. Oh ja, das ist cool, dass es das da gibt. Nice. Magi 2.0, mega Bad Kitty. Krass. Kommt hier aber auch in den normalen Gebieten scheinbar. Ich schätze mal, wir wissen ja noch nicht, was es mit dem Gebiet auf sich hat, ne? Das scheint irgendwie so die Art Turmspitze oder sowas zu sein. Wir können noch nicht genau sagen, aber hier kommt ja auch Gore. Gore hat ja auch das Gebiet hier. Wie gesagt, was das genau ist, weil es sieht mehr nach einer Arena aus. Vielleicht ist es so ein großes Endgebiet irgendwie. Aber wir sehen ihn jetzt nicht so im Wald rumhängen oder so, ne? Deswegen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was das genau ist. Das ist noch ein bisschen seltsam. Das Anfangsbild hätte ich gerne als Poster-Cap kommen. Ja, das wäre mega, ne? Das einfach als großes Poster zu haben. Das wäre ultra cool, mit den ganzen Monstern drauf, weil es ist so hübsch gemacht, diese Karte, ne? Absolut. Muss man sagen. Das ist schon sehr, sehr hübsch. Es ist so krass. Es ist so krass. So toll. Wie er sich einfach gegen was? Gegen 3, 4 Monster gleichzeitig wehrt? Weil das ist auch Theodos, so diese ruinierte Spitze. Und du siehst Theodos so ein Schloss im Hintergrund. Keine Ahnung. Ich bin noch sehr gespannt, was es damit auf sich hat. Das hier ist normales Gebiet, wo der Rayang ist. Ja, keine Ahnung. Mal sehen. Das müssen wir definitiv noch herausfinden, ne? Eine Sache weiß ich jetzt schon, was im Dorf für eine Musik spielen wird. Shagaro-Musik ist Liebe. Shagaro ist so cool. Absolut. Und ja, erste Teaser auf den Big Bad Boss hatten wir auch schon. War ja klar, dass Malzino nicht der Endboss wird. Ist ja logisch, aber spannend. Definitiv spannend. Mal sehen, was passiert. Und Brodel Basil, super cool. Die beiden so. Brodel Basil ist mega, mega cool. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob nur Brodel Basil oder auch normaler Basil im G-Rank reinkommen wird. Oder ob es wie Wild ist, dass theoretisch nur Brodel Basil oder nur Dingens dran ist. Das. Endboss, habe ich was. Naja, du hast die eine Pfote gesehen, ne? Also ich gehe stark davon aus, wo war das denn? Dass das theoretisch dann so ein bisschen Teaser zum Endboss wird. Wo war das denn? Weil es ein DSC ist, denke ich mal beide. Na, wahrscheinlich. Wo war der denn?
Irgendwo hat man doch diese Pfote rausstehen sieht. Du hast nicht den kompletten Endboss gesehen. Aber so ein kleines bisschen. Vor dem Gesang. Vor dem Gesang. Hör auf zu singen. Sie singt immer noch. Nein. Da glaube ich. Nee, das war immer noch. Ach ja, vor dem... Es geht in die Vergangenheit über. Da, das da. Ich meine, das da wird wahrscheinlich irgendwas mit entweder einem Endboss oder einem weitergehenden Gegner zu tun haben. Ne? Ja, zurück zu den Flatternern. Neue Betadrus kenne ich noch nicht. Oh ja, das war ja ein Ding, das war ja ein Iceborne-exklusives Ding. Ne? Super cool. Ich will in MH Stories irgendwann, wo man Magie als Monster haben kann. Du bist so cute aussehen, wenn er gerade das Mal schlüpft. Zwischen süß und wahnsinnig stecken oft nicht viele Sachen. Aber ja, könnte bestimmt süß werden. Stories 3 könnte bestimmt irgendwann kommen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Warum nennst du meine Hand Pfote? Warum kommst du aus einem Wasserfall geklettert? Schön. Kennen wir die Hand? Ich wüsste nicht. Sollen wir jetzt die Hand analysieren? Ich meine, ich wüsste nicht, dass man die Hand irgendwo kennt. Ja, sollen wir. Ich meine, es sieht groß und mächtig aus. Es hat 4 Krallen. Du siehst halt echt nicht viel. Also es ist was Krallenmäßiges, ne? Sehr schwerfällig scheinbar. Irgendwie haben die Flatterlinge auch damit was zu tun. Weil ich's kann. Okay. Irgendwie ist die Pfote viel zu klein von Endboss. Die waren hier immer riesig. Na, vielleicht hat er mehrere. Vielleicht sind das die kleinen Pfoten und er hat noch 2 riesengroße. Weiß ich nicht. Ich meine, ist schon richtig. Wir werden sehen. Vielleicht ist das auch ein Teaser auf ein neues Vieh. Und die Sache ist halt bloß, wenn diese Malsino-Flatterlinge schon da sind, dann gehe ich davon aus, dass es irgendwas Weiterführendes ist. Also entweder kommt das Vieh für Malsino oder das Vieh nach Malsino. Aber es wird irgendwie sowas zu tun haben. Bitte keinen Schwalder-Verschnitt. Oh ja, stimmt. Da war ja was, der hatte auch sowas, stimmt. Wir werden sehen, ein Wasserschwalder. Mini-Endboss hätte was, ja, so ein Endboss auf Groß-Itsuchi-Niveau, ne? Malsinos Frau, oh oh. Die angepisst aus dem Wasserfall raussteigt. Oh Gott. Ja, das sieht sehr interessant aus. Aber wie der Klaffdrache von DS, ja, richtig. Ich meine, damit kommt er auch gut raus, ne? Ist schon richtig. Wir werden sehen, was für ein Biest da erscheint. Ja, mal sehen. Ich meine, du kannst es vielleicht auch schwer einschätzen, gerade eben, wie groß das Teil ist, aber mal sehen. Kleiner, kennst du noch die Mini-Gamot? Stimmt. Das wäre so süß. Das wäre so süß. Oh Gott. Das wäre viel zu niedlich. So wirklich so ein Mini-Monster. Man soll sich nie mit einer Frau anlegen, die pisst ist, weil ihr Mann umgebracht hast. Korrekt, ja. Das wäre keine gute Idee. Ja, sehr krass. Sehr, sehr krass. Und vor allem, wenn sie hier so langsam die ganzen Sachen revealen, ne, die du bekommst. Ich meine, schon das ist mega cool, ne? Und einige andere Monster. So, jo. Wir wissen immer noch nicht ganz, was das bedeutet. Seltene Monster, Spezialmonster. Mal sehen, aber gucken wir mal. Da gibt es nochmal Monster-Unterarten. Schauen wir mal. Wie ist im World dieser Verwesungsdrache Valhazak? Was war, der einem doch einen Debuff gegeben hat? Wo man auf einmal ganz wenig Leben hatte. Das war Valhazak, genau. Valhazak war mega cool. Wer weiß, ich meine, das Ding hat ja irgendwie mit Lebensentzug zu tun oder so, ne? Minimum 4 im ersten Update. Vielleicht, weiß ich nicht. Wegen einige andere, möglich. Das kann definitiv gut sein. Miasma, genau. Das Miasma war das, ja. Spezialmonster wäre für mich Gold und Silber.
Ja, oder sind das seltene Monster? Das ist halt so die Frage, ne? Spezialselten. Weil seltene Monster ist halt so, keine Ahnung, gibt's dann eine Shiny Ratian oder was? Was sind denn seltene Monster? Heißt auf Japanisch nicht Gold und Silber? Heißen die nicht einfach seltener Rattalos? Weiß ich nicht. Irgendwie sowas. Und ja, das hier wird natürlich auch noch sehr spannend. Ist das hier der Turm? Nee, wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Mal gucken. Habe ich nur mal bei einem Kumpel gesehen. Ja, der ist cool. Wenn ich im World weitermache, will ich den auch mal machen. Du kommst bestimmt irgendwann ran. Seltene sind Magma-Tigrex und die anderen. Ja, ja, ich denke, das passt. Und Spezialmonster, dann ist da vielleicht Brodelbasil, wäre dann Spezialmonster, ne? Also so, wie heißen die? Es sind ja nicht Unterarten, Varianten. Varianten wären es dann, schätze ich mal. Donnerstag! Ja, ab Donnerstag sind wir alle schlauer. Selten ist die Vespuiden-Königin. Die war echt selten. vor allem selten dämlich zu spawnen, ne? Das absolut. Wie schreibt man richtig? Ist das so richtig? Walhazak? Doppel-A, glaube ich. Walhazak. Ansonsten ja. Kann mich da jemand noch bestätigen, aber ich schätze schon. Würde mich nicht wundern, wenn sie noch Glavenus reinbringen. Oh, ich meine, da ist alles offen. Ne? Da ist definitiv alles offen, was sie haben. Absolut. Ansonsten, wenn wir davon weggehen mal von Monster Hunter, weil das war einfach cool, was sie hatten. Das sah ganz cool aus. Hier so ein bisschen so ein Horror-Puzzle-Game. Irgendwie ganz witzig. Ich meine, der Name Lorelei and the Laser Eyes ist schon viel zu cool. Nein, deswegen muss man spielen. Und einfach Blanc. Ne? Das ist so süß. Das ist so ein süßes Spiel. Super, super toll gemacht. Das müsste man sich eigentlich mal antun. Weil das ist echt, echt süß. Und ansonsten, ich meine, Return to Monkey Island, ne? Mega cool. Sieht auch sehr cool aus. Bin ich gespannt, wie das so funktionieren wird. Vielleicht wird es eher so ein bisschen in Richtung gehen, nicht wirklich Point-and-Click-Adventure, sondern mehr in Richtung von, ach, wie heißt es? Von Wondersong vielleicht, dass du halt doch mit Leuten interagieren kannst und Sachen hin und her schleppen musst, aber halt nicht so, ich klicke dorthin und mache dann das theoretisch und so ein paar Optionen hast, sondern so ein bisschen moderner. Mario und Rabbids, immer cool, ne? Würde ich aber zuerst gerne den ersten Teil spielen, sieht aber sehr cool aus. Also alles in allem eigentlich ein cooler Showcase, ne? Absolut. Konk würde es hassen, dass Monkey Island auf der Switch kommt. Ja gut, das ist leider ein bisschen tragisch für Nicht-Switch-Spieler. Bei dem Sonic bin ich mir immer noch nicht ganz sicher. Irgendwas gefällt mir hier nicht. Das ist irgendwie, es passt irgendwie teilweise nicht. Es sieht ganz cool aus, aber irgendwie nicht gut genug, ne? Das ist, egal was du so siehst, es sieht alles... Ja, ich weiß nicht, ne? Es hat so einen komischen, es wäre, glaube ich, besser, wenn der Stil ein bisschen mehr in die Comic-Richtung geht, weil es ist so ein hyperrealer Stil, theoretisch, der aber dann nicht gut umgesetzt ist von den Texturen. Deswegen wirkt es wie ein PS2-Spiel. Das ist, sieht ein bisschen aus wie Silent Hill, ne? Muss man sagen. Und das ist, ja, das passt nicht so sehr. Das ist leider ein bisschen ärgerlich. Ne? Ich denke, sie wären viel besser gefahren, wenn sie mehr in die Comic-Richtung von Sonic generell gemacht wären, gegangen wären. Weil das gefällt mir leider nicht wirklich. Ich meine, die Viecher sehen comic-mäßig aus, ne? Aber das Gebiet passt irgendwie so gar nicht. Gut, Kampfsystem kann man sich jetzt halt drüber unterhalten, wie gut das kommt. Vielleicht kommt es ja besser, wenn das Spiel rauskommt, aber oftmals irgendwie nicht, ne? Das ist die Sache. Keine Ahnung. Die Animationen sehen cool aus davon. Nier macht mich so glücklich. Das ist toll. Das ist schön zu hören. Das ist sehr schön zu hören. Für mich war Nier halt so, ja, cool, weil ich hatte schon gespielt. Aber es ist echt cool, dass es Leute gibt, die sagen, ey, ja, endlich kann ich mal Nier spielen. Auf jeden Fall. Deswegen finde ich mega, dass sie es gemacht haben. Absolut. Warum nicht, ne? Das ist ja eben die Sache. Habe Stella, ich meine, ja, wer spielen will, ich meine,
Zeit des Todes klingt schon cool. Absolut. Muss man sehen. Keine Ahnung, wie gut das zusammenpasst, dass du gleichzeitig ein Final Fantasy und gleichzeitig ein Farmgame hast. Ich habe das Gefühl, vielleicht deckt sich dann das eine mit dem anderen. Mal sehen. Und was war noch? Aber davon hatten wir halt schon so viel gesehen. Live Alive. Live Alive ist so cool. Cooles Spiel. Und sieht ganz süß aus, ne? Es hat diesen Octopath Traveler-Stil so ein bisschen, ne? So diese Pixel-Charaktere, aber doch in so einem halb 3D-Umfeld. Kam mir aber auch definitiv sehr gut. Deswegen, wir werden sehen, was das kann. Octopath. Muss ich definitiv auch noch spielen. Sehr viele Harvest-Games, ne? Wenn du hier auch nochmal dieses eine Harvest-Game hast, sehr viel davon. Davon lebt scheinbar einiges gerade eben. Interessant. Habe viele Spiele erst auf der Switch gespielt, die viele bereits auf anderen Konsolen gespielt haben. Ja klar, wenn man nicht die Möglichkeit hat, ne, mit anderen Konsolen oder gerade auch mit PC oder so, verstehe ich vollkommen. Und finde ich dann echt cool, dass Switch jetzt die Tür noch so aufgemacht hat langsam, ne, und sagt, ey, andere Spiele können auch mal kommen. Weil, sind wir mal ehrlich, vor der Switch oder Anfang Switch hätte niemand damit gedacht, dass Nier Automata auf der Switch kommt oder Doom. Ne, oder Dead by Daylight oder Skyrim oder sowas. Deswegen finde ich echt cool, dass es halt nicht so ist, okay, wenn du Switch hast, dann spielst du halt Mario und nichts anderes, ne? Sondern dass du langsam auch die Möglichkeiten hast. Witcher 3, ja. Sondern dass du langsam tatsächlich auch mal die Möglichkeiten hast, selbst mit einer Switch die Spielewelt zu erleben. Das ist eine sehr schöne Sache. Gefällt mir. Gefällt mir definitiv. Oh, so, ist auch richtig groß, glaub also nicht dran. Okay. Nice, ich denke, damit wären wir dann soweit durch mit dem Direct. Fand ich cool, auf jeden Fall, interessantes Ding. Super seltsam, dass sie einfach bloß ein Video gedroppt haben. Das ist effizient, aber seltsam, muss man sagen. Aber definitiv coole Sache und ich bin ganz happy, dass wir es direkt gesehen haben, weil hier ist auch schon mal richtig schön ein fetter Spoiler zu sehen. Direkt auf der Hauptseite ein BAM-Spoiler. Finde ich so toll. Dankeschön, Capcom. Das ist so lieb von euch, dass ihr da so auf Leute achtet, die vielleicht noch nicht diesen Trailer gesehen habt. Das ist sehr, sehr freundlich. Ach, schön. Wenigstens ist ein Biest, was man schon ahnen konnte, das kommt. Aber trotzdem. Trotzdem wäre es vielleicht schön gewesen, ein bisschen, ein dezenteres Titelbild zu nehmen. Na gut. Möglichkeit hatte ich schon. Also zum Beispiel Geralt und Skyrim. Habe ich auf der PS4 lange ignoriert. Okay, interessant. Capcom liebt seine Fans, die spoilerfrei bleiben wollen, ja. Das ist so spoilerfrei? Was bedeutet das? Das ist bei denen nicht im Sprachgebrauch drin. Das ist, wie ihr wollt nicht alles wissen von unserem neuen Spiel. Was seid ihr denn? Für Octopath brauchst du Zeit. Ja, das ist klar. Das ist definitiv klar. Wie für so viele andere Spiele, ne? Das ist halt immer das große Problem dabei. Nee, das ist ganz klar. Deswegen, das machen wir auch erst, wenn wir Zeit haben. Ist kein japanisches Wort, ja. Frei gibt's da nicht. Das ist absolut richtig. Schön. Ist ja auch mehr für die anderen gedacht. Ist schon richtig. Aber es ist halt immer schwierig, ne? Das ist Leute, die sich nicht spoilern wollen, die dürfen halt ein halbes Jahr oder ein Jahr lang kein YouTube gucken und kein Twitter nutzen. Ne? Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Aber ja, ne? Ich muss halt mittlerweile auch echt sagen, ich bin an dem Punkt, wo ich sage, Trailer sind viel besser als das, was Capcom sonst macht. Ne? Das ist eben die Sache. Also ich gucke mir lieber einen Trailer an und denke mir, jo, nice, da kommt er. Ich werde überrascht davon, dass er kommt. Als wenn ich dann im Spiel bin und dann steht plötzlich eine Quest, oh ja, erledige den und den. Das ist dann halt so,
okay. Siehe Basil Juice in Monster Hunter Rise. Wie wurde er angekündigt? Weil der Dorfälteste dir davon erzählt hat. Es gibt keine langweiligere Methode, das Ganze anzukündigen. Das ist furchtbar. Das ist echt furchtbar. Und deswegen ist es mittlerweile so echt cooler, weil du halt wenigstens ein bisschen Spannung aufbaust, die du so gar nicht aufbaust im Spiel selber. Wild hat das ein bisschen versucht, aber Rise hat es halt komplett sein lassen. Das ist, in Rise steht, jage den und den und dann siehst du, dass er kommt. Ne? Das ist die Sache. Ihr sehen und dann vielleicht Interesse bekommen beim so gut aussehenden Monster. Das könnte natürlich auch sein, ja, um nochmal ein paar Leute anzulocken. Möglich. Kurze Frage, im Trailer kam doch ein Update für morgen für Monster Hunter Rise, oder? Nein, nicht, dass ich wüsste. Weiß da jemand was? Das war der Dings, das Update, das war das freie Update, was im August kommt. Das meinst du vielleicht. Ansonsten, es gab andere Spiele. Live Alive hatten die Demo dann direkt, oder? Ich weiß es nicht. Aber eigentlich nicht. Sunbreak kann man ein Update nennen. Eigentlich sollte nichts mehr kommen vor dem Release am Donnerstag. Nicht, dass ich mitbekommen hätte. Aber theoretisch wäre Sunbreak ein Update, ja. Ja, da gibt es nur wenige Monster, die überraschend auftauchen. Genau. Das ist ein bisschen schade. War früher vielleicht noch mehr der Fall, ne? Ich habe das Gefühl, früher kam eher noch so ein Monster aus dem Nichts und hatte ich überrascht, als gerade World waren ein paar Sachen dabei, als dass es theoretisch einfach so der Name dran steht. Aber vielleicht ist es so eine Rise-Sache, ne? Ich schaue nochmal. Das kam kurz nach der Erwähnung, dass das DLC am 30. kommt. Okay, schau nochmal rein, weil ich bin mir nicht sicher. Ich meine, ich wüsste nicht, was morgen kommen soll. Die Sache ist, dass die Demo ist immer noch da, ne? Das ist ja das, aber weiß ich nicht. Da stand die Demo. Ja, genau, ich dachte mir jetzt auch, vielleicht die Demo, die ist ja immer noch da, aber ich denke nicht, dass sonst noch irgendwas da ist. Was ist mit der Gurke? Habe eigentlich fest mit ihm gerechnet. Vielleicht ein DLC-Monster oder vielleicht setzt er mal eine Runde aus. Sind wir mal ehrlich, Gurke war doch schon sehr präsent in den ganzen anderen Spielen. Deswegen, vielleicht setzt er aber mal eine Runde aus. Aber ich meine, wir wissen immer noch nicht, was im ersten DLC kommt. Kann gut sein, dass er erstes DLC kommt. Das wäre durchaus möglich. Xamtoros hatte dich nicht nur überrascht, sondern auch geschockt, ja. Das ist Xamtrios. Niemand hätte mit der zweiten Phase rechnen können von ihm. Niemand. Aber ja, ne, das ist immer so eine Sache von wegen, früher gab es halt nicht so viele Trailer. Ne? Jetzt bomben sie halt auch Trailer raus, wie es geht. Ist cool. Kann man davon halten, was man will. Ne? Ist immer schwierig. Dann kam es nach der Erwähnung der Demo. Okay, am 29.06. kommt Monster Hunter Rise Update Version 10. Oh, und was bringt das? Vielleicht so ein Vor-Update. Okay, das habe ich echt verpasst. Kam da echt noch was? Ja, ist der Try dabei. Ja, Ballon plötzlich. Oh Gott. Ach, die Rüstung. Ja, diese Schwarz-Gold-S-Rüstung. Ja, die kommt noch mit rein. Stimmt. Das ist ja so eine Rüstung, mit der du wahrscheinlich gut durchpowern kannst durch den High Rank, ne? Dass du schnell zu Sunbreak kommst, ne? Support für Sunbreak-Rüstung. Die Schwarz-Gold-Rüstung. Ah, ja, okay. Ja, das kommt noch, aber ich denke mal, wer mit Rise durch ist, der wird kein Problem damit haben, ne? Oder halt so als Starthilfe für die ersten Master Rank Quests, ne? Aber wenn du Drachenälteste hast, dann wird das nicht unbedingt notwendig sein. Ja, Last Day Rush Rüstung, genau. So, ich muss noch Nava töten. Wie Kuma gestern, ne? Wenn du dann wirklich einen Tag davor theoretisch noch anfängst. Ich meine, viele Leute, es war ja hart im Sale drin, ne? Viele Leute haben sich bestimmt nochmal geholt. Deswegen, go for it. Ich denke mir halt immer bloß, wenn du jetzt durch den High Rank durchrush, dann hast du halt keine Chance im Master Rank, weil du die ganzen Erfahrungen gar nicht sammelst.
Das ist halt so ein bisschen das Problem dabei. Aber ich kann verstehen, dass Leute jetzt halt eben nicht Rise spielen wollen, während alle Welt Sunbreak spielt, ne? Das ist, während ich Melsino besiege, wollen die nicht mit Tetranodon rumkloppen, ne? Verstehe ich auch. Deswegen ist immer schwierig. Ist immer definitiv schwierig. Aber für Neulinge ist es halt eine absolute Katastrophe. Absolut. Du hast gar nicht richtig die Monster kennen. Genau, genau. Ja, ein bisschen schade, aber so ist der Lauf der Dinge, ne? Das passiert so häufig in allen möglichen Fällen. Immer schwierig. Ich muss noch Apex-Monster erledigen von Event Quest. Oh, viel Glück, Gottes. Oh, viel Glück. Die sind nicht angenehm. Mach's mit G-Rank-Equip. Dann bist du da ein bisschen schneller dabei. Über 400 Stunden zählt das Durchrushen. Im Vergleich zu den anderen MHs schon. Tetra ist weitaus früher als wahrscheinlich mal Sinon. Ja, aber das meinte ich halt eben so, ne? Das ist, während andere den coolen Stuff machen, humpelst du halt, weil du sehr langsam bist dann am Anfang, natürlich noch bei dem Basic-Zeug durch. Ja, ich meine, du kannst natürlich auch sagen, keine Ahnung, wie hieß er denn? Almudron oder sowas. Magna oder so, ja. So in dem Stile. Zumindest, du machst halt den lamen Kram, während jeder andere das super coole Zeug macht. Das ist so die Sache. Bin immer weg, viel Spaß noch mit Elden Ring. Dankeschön, Servius, dir noch einen schönen Abend und später eine gute Nacht. Gerne bis zum nächsten Mal. Ja, ich denke, wir machen dann auch Schluss mit der Reaction und gehen dann rüber zu Elden Ring. Da gucken wir dann definitiv mal rein und schauen, was wir da so erreichen können. Coole Dings, cooler Direct, definitiv. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, super coole Sachen, die da gesehen oder gezeigt wurden, so muss man sagen. Freue mich auf alles, was da so kam. Und ja, mal sehen, wie es so weitergeht mit Sunbreak. Ich bin sehr gespannt und freue mich mega drauf. Nur noch 2 Tage. Stunde Reaction, hell yeah. Naja, ist häufiger passiert, ne? So eine halbe Stunde kommt schnell mal zu einer Stunde Reaction. schön. Ich habe im Discord gerade ein süßes Bild, süßes Gore-Bild geschickt. Das gucken wir uns noch an. Es passt zum Theme. Deswegen gucken wir uns das nochmal an. Das können wir nochmal. Geht das irgendwie nochmal besser? Machen wir es so. Das gucken wir uns nochmal ganz schnell an. Ich gehe mal in Rise nochmal ein bisschen Moneten farmen. Das klingt auf jeden Fall gut. Mach das. Viel Erfolg. Ich habe auch noch einige Event-Quests, die ich machen muss. Dann dir auch viel Erfolg dabei. Wir haben sie gestern ja noch alle durchgepusht, aber die sind teilweise schon echt hart, ne? Bis du die dann fertig bekommst. Nicht so leicht, muss man sagen. Nicht so leicht. So, da. Boop. so. Da nochmal. Fear me, I am the knight. Softbox. Please don't. I said fear me with an F. Okay, das ist süß. Vor allem halt der Mini-Gore, ne? Gott, das ist so süß. Das ist mega süß. Was für ein süßes Bild. Dankeschön fürs Schicken. Wie gesagt, das ist echt niedlich. So sieht er halt echt aus, ne? Also, ich bin so böse. sehr schön. Es wird sowas von langweilig, but I need money. Du hast wenigstens Elden Ring im Hintergrund, was dich vielleicht ein bisschen ablenken kann. Wenigstens das. Drakon zieht ein 10-Minuten-Video auf eine Stunde. Was halt noch zügig? Na dann. Glück gehabt. Solange wir das nicht überschreiten, ist alles gut. Ja, der kleine Batman, genau. Das ist so schön. Sehr, sehr cool. Okay, wie gesagt, dann machen wir Schluss mit der Reaction. Ich mache ganz kurz 5 bis 10 Minuten Pause, damit ich alles einstellen und umbauen kann. Und damit wir dann bereit sind für Elden Ring. Das heißt, wer geht, dem wünsche ich noch einen schönen Tag, einen schönen Abend später. Und vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat die Reaction soweit gefallen. Mir definitiv. Waren coole Sachen dabei. Und ja, grundlegend, wie gesagt, mache ich dann kurz ein bisschen Zeug. Und wir sehen uns dann, wenn ihr wollt, gleich wieder zum Elden Ring. Und ansonsten, wie gesagt, sehen wir uns das nächste Mal, wenn es weitergeht, mit den nächsten Streams.
Nicht einkaufen, dann viel Erfolg beim Einkaufen. Wie gesagt, euch allen noch einen wunderschönen Tag und ja, entweder genießt die Pause und die Musik kurz oder wie gesagt, habt noch einen angenehmen Dienstagabend. Bis dann oder bis gleich.